begrüße euch herzlich beim Tienchen. Heute mit dem zweiten Projekt, das ich mit den Papieren von der Barbara machen möchte. Und zwar habe ich hier einen ganz normalen, handelsüblichen Keilrahmen in der Größe 30x30. Ich verlinke euch die Materialien wieder in der Infobox. Und ich habe von der lieben Diane, von Dianes Script Media Art, mir einen Tipp aus einem Video geklaut, das verlinke ich euch auch. Und zwar hat sie den Keilrahmen nicht als Keilrahmen benutzt, sondern sie hat ihn einfach umgedreht, tada, und hat das Ganze als Shadowbox benutzt. Wenn ihr also nicht gerade eine Pralinenschachtel oder irgendeine andere Verpackung habt, die ihr als Shadowbox nutzen könnt, dann könnt ihr dafür auch einen Keilrahmen nehmen. Die Idee fand ich total genial. Und ich werde diesen Keilrahmen anmalen, werde mir dann hier dieses schöne Papier mit diesen Punkten und Strichen zurechtschneiden. Es soll auch wieder ein bisschen steampunkischer werden. Werde mir das hier innen reinkleben und habe hier von meiner Uhr, von meiner Steampunk-Uhr, noch Restpapiere. Die werde ich mitverwerten. Dann werde ich diese Zahnräder mitverwerten, diese Chipboards. Eventuell werde ich auch die Schablone anwenden. Aber ihr wisst ja, ich lege mir alles zurecht und überlege und grübel und denke nach. Und nachher wird alles doch vollkommen anders, als ich eigentlich wollte. Dann habe ich diese tollen Zahnradstanzen von C6. Und daraus habe ich mir mit schwarzem Spiegelkarton, den hatte ich in dem Tauschpaket von der lieben Ute, Hase mit Punkten, habe ich mir schon, die glänzen so schön, richtig wie Metall, Verschiedenes ausgestanzt. Diese Stanzen sind richtig super, weil ihr könnt, also das sind ganz viele drin, ich habe es jetzt nicht, 22, es steht drauf, ich muss sie nicht zählen hier. 22 verschiedene Zahnräder in allen möglichen Größen und Formen. Das heißt, ihr kriegt da richtig ein Stück, wenn ihr die auf so einen Bogen legt und durch eure Maschine leiert, weil es eben 22 sind, die ihr da auf einmal habt. Und da habe ich mir verschiedene schon ausgestanzt, alle in diesem Schwarz. Falls ich mit meinen Chipboards nicht auskomme und ein paar mehr brauche, werde ich die noch mit dazu verwenden. Und lasst euch mal überraschen, was ich geplant habe. Ich glaube, es wird ganz gut. So, ich habe mir jetzt das Papier zurechtgeschnitten. Passend für hier rein. Und habe mir schwarze Acrylfarbe und türkisfarbene Acrylfarbe, die für die Patina wichtig ist, ausgesucht. Und jetzt habe ich hier innen drin den Rahmen schon mal gemacht. Und dann mache ich außen und mache natürlich hier außen auch. Ist klar, da brauche ich euch nicht mitzunehmen. Das ist ja kein großer Act, nur damit ihr seht, wie ich vorgehe. Also außenrum den Rand und den auch. Und den werde ich dann zwischenrein immer mal noch so ein bisschen, wenn das getrocknet ist, jetzt fällt es nämlich nicht auf. Also wenn ihr ein bisschen Patina haben wollt, dann lasst ihr die Farbe trocknen und geht dann anschließend mit dem Grün so drüber. Seht ihr das? Nur so leicht, um da so ein paar Schlieren, sage ich jetzt mal, in diesen Patina reinzukriegen. Oder auch mit meiner Rusty werde ich vielleicht ein bisschen arbeiten, um ein bisschen Rost reinzukriegen. Also das geht jetzt hier auf dem Feuchten natürlich nicht. Aber wenn ihr da so leicht mit eurem Pinsel drüber geht, dann kriegt ihr da so ganz zarte, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ganz zarte grüne Schlieren rein, die dann aussehen, als würde da so Patina drauf liegen. Oder auch mit Rost könnt ihr das machen. Oder mit Gold, was euch gefällt. Oder manche, es gibt auch diese Sprays in Kupfer. Also alles, was irgendwie metallisch ist oder rostig ist oder
Silber oder Kupfer oder ganz egal, könnt ihr da um das Ding sieht nachher dann aus wie Metall und man sieht da nicht mehr, dass es ein Holzrahmen war. Aber das machen wir dann, wenn das Schwarz getrocknet ist. So, das Schwarz ist jetzt getrocknet. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich fahre jetzt gerade so ein bisschen an den Rändern. Stupft es so ganz leicht mit dem Türkis. Das ist dann so. Das könnt ihr außen machen, innen nur so ein bisschen an manchen Stellen, nicht überall, weil Patina liegt ja auch nicht auf allem, sondern das ist ja so ein Flugding, dass man immer mal so ein bisschen. Hier ist mir jetzt zum Beispiel an einer Stelle ist die Farbe, die Schwarz nicht ganz so satt. Das kann ich jetzt kaschieren mit dem Türkis. Fahre ich einfach so an den Rändern so ein bisschen drüber. Und das gleiche mache ich dann auch mit meiner Rostfarbe noch. Aber da könnt ihr nehmen, was ihr zu Hause habt. Also wenn ihr so ein Goldwachs habt oder irgendwelche anderen Sachen. Oder. Vielleicht habt ihr euch auch diese Abdruckfolie zugelegt. Dann macht ihr euch Magnetkleber drauf und macht euch mit der Abdruckfolie so. Oder ihr macht es euch einfach bunt oder in einer ganz anderen Farbe. Also das, was ich euch hier zeige, das sind ja nur Anregungen. Ihr könnt es ja auch alles ganz anders machen. Mit anderen Farben arbeiten, mit anderen Papieren arbeiten. Oder eine Verpackung zum Beispiel benutzen statt einem Keilrahmen. Ganz wie es beliebt. Das sind ja nur Anregungen. Also ich habe jetzt hier überall so einen ganz leichten Schimmer von dem Türkis drauf. Wenn das trocknet, wird es vielleicht ein bisschen schwächer noch werden. Und das gleiche können wir dann auch mit Gold und Rost noch machen. So, es geht weiter. Also da habe ich jetzt mein Rost und meine Patina. Ich hoffe, ihr seht alles gut. So ein bisschen überall von allem was. Was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt mit einer Schablone arbeiten. Aber wir machen jetzt erstmal die Papiere rein. Obwohl, nee, Moment. Bei meinem Glück saue ich mir nachher das Papier ein. Deshalb nehmen wir erst die Schablone und machen, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, an den Ecken von dem Rahmen so ein bisschen Muster hin. Also wir haben hier die schöne mit diesen Sonnen und Quadraten. Ich verlinke euch wieder die Materialien in der Infobox. Wow, das sieht gut aus. Und die werden wir jetzt an verschiedenen Stellen anbringen und dann auch wieder bemalen, wenn sie trocken ist. So, während meine Paste jetzt trocknet, habe ich mal das tolle Spray von Lindys befüllt. Und zwar steht drauf mit heißem Wasser bis an die Fülllinie, das ist hier, auffüllen und dann 10 Minuten stehen lassen. Und ich denke mal, wir werden wegen diesem schönen Mondlicht, Glitzer, Silber, also Mondschatteneffekt,
vielleicht unsere Paste nachher damit einsprühen. Ich bin schon sehr gespannt. Aber was ich euch in der Zeit zeigen wollte, ist, es werden auf diese Leinwand oder in diese Shadowbox Heißluftballons kommen, und zwar Steampunk-Ballons. Und da ich ja nur Hälften habe, weil ich die ja hinten festklebe und man sie nur von vorne sehen wird, habe ich schon mal rumprobiert mit diesen Acrylkugeln. Hier solche Teile, also mit den halben. Die gibt es ja in verschiedenen Größen zu kaufen, als Weihnachtskugeln, oder überhaupt kriegt ihr diese Acryldinger in Herzform, in Eiform, in Sternform, was weiß ich, im gut sortierten Bastelhandel kriegt ihr verschiedene Acrylformen, die ihr dann gestalten könnt, wie ihr wollt. Und ich habe jetzt einen kleinen schon mal vorbereitet, weil ich gucken wollte, wie das funktioniert und ob überhaupt. Achtung, haltet euch fest. Tada! Das ist eine Acrylkugel, die ich einfach nur beklebt habe mit dieser Paketschnur. Moment, ich hole sie. Hier diese ganz normale Paketschnur habe ich hier aufgebracht mit Heißkleber. Einfach von oben runter, so sternförmig. Dann habe ich hier eine ganz normale Spitze geklebt. Das seht ihr jetzt natürlich alles nicht mehr so genau, weil ich alles schon steampunkig gemacht habe. Und zwar von der Spitze hier einmal rüber in der Mitte. Dann habe ich unten drunter kleine Perlkappen geklebt, und zwar solche. Die waren mal von Doreen Beats. Und auf die Perlkappen habe ich einfach von diesen ausgestanzten Zahnrädern, die ich aus dem Spiegelkarton ausgestanzt habe, welche draufgeklebt rundrum. Und das unten ist eine ganz normale Perle. Und hier oben, das sind auch Perlen. Und diesen halben Propeller, weil ich kann ja keinen ganzen machen, ich muss es ja so aufkleben, habe ich aus den Abfallstücken, ich muss jetzt gucken, welches das war, von einem dieser Zahnräder, da gab es solche Abfallstücke, die haben ein bisschen ausgesehen, welches war das? Das hier. Dieses Zahnrad, wenn ihr das ausstanzt, dann kommen hier solche Teile raus. Die fallen hier raus. Und aus diesen Abfallstücken habe ich meine Flügel für meinen Propeller gemacht. Das Ganze habe ich mit Rusty und dann wieder mit dieser ganz normalen türkisfarbenen Acrylfarbe so ein bisschen gestupft und gewischt. Und jetzt sieht das Ding aus, jetzt ungelogen, oder? Als wäre es aus Metall. Also ich war selbst total fasziniert, dass das so geklappt hat. Ich war mir nicht sicher, ob das gehen wird auf dem Spiegelkarton, auf diesen Perlen und so weiter. Aber ich finde es mega gelungen. Das ist also mein kleiner Probeballon. Es wird noch einen anderen geben, den wir zusammen machen. Und der Ballon braucht natürlich auch einen Korb. Und den brauche ich ja auch nur halb. Also wenn ich den Ballon jetzt so aufklebe und werde hier unten irgendwo den Korb hinmachen, den werde ich natürlich auch noch anmalen, damit er nicht einfach so diese Farbe hat. Und zwar habe ich mir irgendwann mal Teller bestellt. Da waren diese Dinger dazwischen als Schutz. Aber ihr kriegt diese Wellpappe auch zu kaufen in allen möglichen Farben. Und dann habe ich hier zum Stabilisieren, weil die Pappe natürlich, die bleibt ja alleine nicht stehen. Wenn ihr einen Keilrahmen habt, habt ihr solche Hölzer hinten dran. Und die könnt ihr mit einer festen Schere oder mit einer Zange euch zurechtschneiden. Und da habe ich mir einfach
so groß wie ich den Korb haben wollte, drei Stücke von diesem Holz zurechtgezwickt und habe mir diese Pappe hier einfach außen rum geklebt. Das Muster erinnert auch so ein bisschen an einen Korb. Und das Gleiche habe ich auch noch mal auf den Boden gemacht, denn wenn ich das so hinmache und man guckt sich dann den Keilrahmen mal von unten an, dann sieht man den Boden, der wäre ja dann frei gewesen, also so wie hier. Und den werde ich so festmachen, auch noch mit Ketten. Wie genau weiß ich noch nicht, das werde ich noch ausprobieren, aber ich werde wahrscheinlich irgendwie hier an den Zahnrädern. Es ist natürlich nur Spiegelkarton. Der hat jetzt nicht viel Stabilität. Wenn ihr den aber einpinselt mit dem Rusty oder mit irgendeiner anderen Acrylfarbe oder mit schwarzem Gesso oder keine Ahnung, mehrere Farbschichten da aufbringt, dann wird der relativ stabil. Das heißt, ich werde mir da eine kleine Kette reinhängen können. Jetzt habe ich natürlich hier ausgerechnet ein Zahnrad hingemacht, wo keine Löcher hat. Das war jetzt natürlich nicht überlegt. Aber ich werde mir hier irgendwo Ketten reinhängen, die hier runterhängen und an denen dann der Korb festgemacht ist. Da habe ich also auch so verschiedene Größen und Sorten mal bei Doreen Beats bestellt. Hier sowas. Die werde ich mir zurechtschneiden in der Größe oder in der Länge, die ich haben will. Und werde mir dann die hier oben an den Zahnrädern einhängen und dann unten an den Korb. Also so ist zumindest mal die Theorie. Und dann wollte ich mit euch noch einen großen machen. Und zwar habe ich das schon mal vorbereitet. Mein Mann hat Zwiebeln eingekauft und die waren in so einem Netz. Und dieses Netz könnt ihr einfach drüber spannen, könnt hier oben den Zipfel, wo der Traggurt festgemacht ist, den könnt ihr hier oben gleich schon als Mittelpunkt nehmen und könnt euch das über so eine halbe Kugel spannen. Ich habe allerdings hinten versucht, das mit Heißkleber reinzukleben. Das war ein Desaster, weil das Netz ist aus Kunststoff und die Kugel auch. Und sobald ihr das mit Heißkleber berührt, schmilzt euch das alles weg. Also ich habe es jetzt irgendwie festgekriegt. Ich werde es so aufkleben, also halb. Und wenn da irgendwo noch eine Stelle ist, wo das Netz nicht ganz fest ist, dann wird das spätestens, wenn ich es in den Keilrahmen klebe, wird es halten. Das werden wir noch bemalen, denn wir wollen das nicht orange haben, sondern wahrscheinlich auch wieder werde ich das mit Rusty machen. Also, dass es so wird wie der hier. Auch so ein alter Steampunk-Ballon, so ein rostiger. Die waren ja früher noch nicht aus Ballonseide und was weiß ich, was die heute nehmen für diese Heißluftballons. Nur, dass der eben die einzelnen Schnüre hat und der wird ein Netz haben. Das werden wir auch wieder bemalen und mit Zahnrädern verzieren. Aber das machen wir dann zusammen. Jetzt soweit mal die Vorbereitung. Das Körbchen von dem wird vielleicht auch wieder ein bisschen eine andere Form haben, aber ihr dürft gespannt sein und ich hoffe, ihr seid das auch und findet es cool. Und meine Kamera wird schon wieder leer, obwohl ich sie gerade erst geladen habe. Die bringt mich auch noch um das letzte bisschen Hirn. Aber wenn sie geladen ist und alles hier getrocknet ist, dann hole ich euch wieder dazu. Bis dann.